Also zunächst mal war, ich muss das leider gestehen, weil ich also mich vorher so genau nicht informiert hatte, war mir wichtig, dort die Angeklagten, die Täter. Ich wollte die Täter kennenlernen, ich wollte die Täter sehen. Sehen, was sind das für Menschen, die sowas, was in Auschwitz geschehen ist, wie wir uns das damals nach den Vorberichten vorstellen konnten, getan haben. Als ich dann dort war, haben die Täter immer noch eine Rolle gespielt, aber das ist jetzt was anderes. Aber dann kamen die vielen, vielen Zeugen, nämlich die Überlebenden von Auschwitz, die dort nach 20 Jahren, denn dieser Prozess fand ja 20 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz statt, sozusagen, ihre Schicksal nochmal erzählt haben. Und das hat mich dann doch so beeindruckt und auch umgetrieben und mir schlaflose Nächte bereitet, dass ich das also nie wieder vergessen habe.